Du hast es geschafft, deine Herzdame zu fragen, ob sie mit dir ausgeht. Gratulation. Wer hätte gedacht, dass du dich das traust? Aber jetzt stehst du vor dem Dilemma, das erste Date zu planen. Wie sollst du dich nur anstellen, damit sie dich nicht für einen kranken Psychopathen hält? Schon mal vorweg, Pornokinos sind eine ganz schlechte Idee. Wir können erstmal ganz grob zwei Kategorien von Dates festlegen. Ein klassisches und was Ausgefallenes. Fangen wir mit dem Klassiker an. Essen gehen. Ach, Essen gehen ist super. Zunächst solltest du mal wissen, was deine Angebetete eigentlich mag und was nicht. Da du sie wahrscheinlich eh schon wochenlang auf sämtlichen Social-Media-Kanälen gestalkt hast, solltest du das ja wissen. Also passt die Auswahl an ihren Geschmack an. Wenn sie Vegetarierin ist, geh bloß nicht mit ihr in ein Steak-Restaurant, auch wenn es eine Salatbar gibt. Wenn du dir nicht sicher bist, was sie sonst so mag, solltest du vielleicht ausgefallene Sachen wie Sushi oder ein reines Fleischgelage vermeiden. Nehmen wir doch mal ein klassisches italienisches Restaurant. Ja, Restaurant heißt nicht Dönerbude, Pizzalieferant oder Imbiss. Für sie schick aus. Also mach einen Termin klar. Wenn das steht, solltest du einen Tisch reservieren. Für zwei Personen natürlich. Vielleicht kannst du nachfragen, ob es dort ein ruhiges Plätzchen für euch zwei gibt. Trefft euch vor dem Restaurant und sei auf jeden Fall pünktlich. Und hier solltest du deine Grenzen kennen. Also umarm sie ruhig zur Begrüßung. Händeschütteln wäre einfach zu distanziert. Aber versuch nicht direkt, sie zu einer Partie Gaumenhockey herauszufordern. Geh es langsam an, Junge. Wir stehen nicht so auf die direkte Art. Nun denn, auf ins Restaurant. Hier gilt, du gehst vor, aber hältst die Tür für sie auf. Mit dem Vorgehen stellt der Mann sicher, dass das Restaurant für die Dame zumutbar ist. Sag dem Kellner, dass du einen Tisch reserviert hast. Hoffentlich auf deinen Namen und nicht auf irgendeinen dummen Scherznamen. Sorry an alle Kevins da draußen. Am Tisch solltest du der Dame den Stuhl zurechtdrücken und ihre Jacke, Mantel oder was auch immer an die Garderobe hängen. Am Tisch solltest du zeigen, dass du mal irgendwo Tischmanieren gelernt hast. Benimm dich beim Essen und sau nicht rum. Bestell auch nicht irgendwas, das große Sauereien verursacht und am besten auch nichts, das dich aus dem Mund stinken lässt. Also vergiss mal den Knoblauch. Alkohol ist okay, aber übertreib's nicht. Das ist hier keine Betriebsfeier. Es gilt natürlich Smartphone-Verbot. Lass es in der Tasche. Erkunde dich im Gespräch nach ihrem Tag. Sei ein aufmerksamer Zuhörer und zeige Interesse an ihrem Leben. Mach ihr ein simples Kompliment, dass dir ihr Outfit gefällt zum Beispiel. Aber meine es auch ehrlich. Übertreibe aber bitte auch nicht und lasse deine Stalker-Geschichten bitte weg. Sie sollen nichts von deiner freakigen Ader wissen. Das kommt bestimmt noch früh genug raus. Aber nicht heute. Auch ganz wichtig, kein Smalltalk. Das ist völlig belanglos. Dann erzähl lieber irgendwas Persönliches. Aber nichts von der Ex-Freundin, das sollte klar sein, oder? Es ist euer erstes Date. Fangt nicht an, über eine mögliche Beziehung oder über eure zukünftigen Kinder zu reden. Das geht gar nicht. Wenn dann das Essen vorüber ist, kommt der kritische Punkt, die Rechnung. Hier ist ein wenig Feingefühl gefragt. War es bisher ein netter Abend, sollte dir ein "Ich übernehme das" locker von den Lippen kommen. Aber vielleicht ist sie auch eher so drauf, dass sie dann denkt, dass sie dir was schuldig ist, dann solltet ihr die Rechnung lieber teilen. 50-50. Dass jeder seinen Anteil bezahlt, ist eher ungewöhnlich und lässt auf keinen guten Abend schließen. Beim Verlassen kannst du ihr in den Mantel, Jacke und etc. du weißt schon helfen. Halte ihr wieder die Tür auf, aber diesmal geht sie zuerst raus und du hinterher. Das war jetzt so ein richtiges Oldschool-Date. Wenn sie auf Romantik steht und du dich nicht allzu blöd angestellt hast, wirst du viele positive Punkte bei ihr gesammelt haben. Kommen wir jetzt zu den etwas ausgefalleneren Dates. Bei den klassischen Dates kann man eigentlich nur wenige Fehler machen. Es gibt aber wohl Leute, denen diese Dates zu langweilig sind. Bei den ausgefalleneren kann allerdings viel mehr daneben gehen. Wenn du ihr was Außergewöhnliches bieten willst, solltest du hier noch eher wissen, was sie mag und was sie überhaupt nicht abkann. Wenn sie zum Beispiel Höhenangst hat, wäre es eine ziemlich dumme Idee, in einen Kletterpark oder zum Fallschirmspringen zu gehen. Sie sollte sich immer noch wohlfühlen, wenn du sie ausführst. Also was anderes als essen gehen. Wie wäre es mit Kino? Nein, das lassen wir lieber. So könnt ihr euch nicht unterhalten. Zumindest nicht, ohne dass euch die anderen Kinobesucher umbringen wollen. Finde also heraus, was für ein Typ sie ist. Ist sie ein Nerd? Warum dann nicht mal zum Lasertag? Aber denk dran, nach sportlichen Aktivitäten riechen die meisten Menschen nicht allzu gut. Also sieh zu, dass man sich in der Location wieder frisch machen kann, wenn ihr danach noch irgendwas starten wollt. Ein "Du kannst auch bei mir duschen" wäre bestimmt eine mutige Ansage, aber du musst selber wissen, wie hoch das Risiko ist, dann als Sexsüchtiger gebrandmarkt zu werden. Ist dein Mädel eher schüchtern, kannst du sie auch in den Park zum Spaziergang einladen. Hier kannst du bestimmt auch punkten, wenn du eine Thermoskanne mit Kaffee oder Tee oder je nach Temperatur ein paar kühle Getränke mitbringst. Dann merkt sie, dass du dir vorher Gedanken gemacht hast. Egal, wo du mit ihr hingehst, es sollte ein Ort sein, an dem ihr euch unterhalten und vielleicht sogar Körperkontakt aufnehmen könnt. Und jetzt noch eine Info für alle
alle Faulen, die sich das ganze Geplane sparen wollen. Eine amerikanische Studie hat herausgefunden, dass das ideale erste Date so aussieht. Abends in der Bar 1 bis 2 Bier, Cocktails oder Drinks und das Ganze sollte 2 Stunden dauern. Keep it simple kann also auch zum Erfolg führen, da hier die Erwartung von beiden Seiten nicht allzu hoch ist. Und das kann schon mal viel Druck nehmen und die ganze Sache lockerer gestalten. Ihr solltet bei den ganzen Sachen übrigens auch Spaß haben. Verdreht euch also nicht zu sehr. Datet mal ein paar Leute und probiert aus, welche ersten Dates euch so liegen. Hier geht's übrigens zu einem Video, in dem wir euch erklären, wie ihr richtig Smalltalk halten könnt, falls ihr euch dann doch mal mit Leuten trefft, die ihr nicht unbedingt flachlegen wollt. Ich bin ja mehr so der klassische Fan. Ganz romantisch, ganz einfach, oldschool. Und so Gentleman ist eigentlich auch immer geil.